Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Mathe-Kursstufe. Diesmal, ihr seht schon hier mit Ebenen. Ja, das ist ein neues großes Thema und deswegen fangen wir gleich an. Zuerst mal, was sind Ebenen? Ebenen sind nur im Raum, also die gibt es nicht in der Ebene. Also beim Zweidimensionalen gibt es keine Ebenen, nur im Dreidimensionalen. Und ihr seht hier schon, so ein Dings hier an der Seite, das sind die Koordinatenachsen, also hier ist 0, da geht es dann halt weiter hier so und so weiter. Das habe ich jetzt nicht hingemacht. Normalerweise müsste man hier noch x, y, z hinschreiben oder x1, x2, x3, je nachdem wie man es mag. Und ja, also kommen wir zu diesem Gebilde hier in der Mitte, um das es eigentlich geht, nämlich die Ebene. Und hier habe ich mal einen roten Pfeil eingezeichnet, der vom Ursprung zu einem Punkt geht, der in der Ebene liegt. Also ihr dürft euch das hier so, das Ding hier als ausgefülltes Teil vorstellen, so in etwa. Nur, dass man sich besser vorstellen kann. Aber da muss man eins beachten, Ebenen sind nicht auf diesen kleinen Raum hier beschränkt, die gehen auch noch weiter, die sind unendlich groß, so wie Geraden. Nur, dass sie halt eine Ebene sind. Also im Prinzip ist das Zweidimensionale auch eine Ebene im Dreidimensionalen. Damit ihr euch was vorstellen könnt. Das Zweidimensionale ist ja auch unendlich groß, von dem her, ja. Was ihr hier sehen könnt, ist ein Punkt, der in der Ebene drin liegt. Und von diesem Punkt aus gehen zwei weitere Punkte, die auch in der Ebene drin liegen. Das bedeutet, Ebenen sind durch drei Punkte bestimmt. Nämlich dem hier. Moment, ich suche mal den Kreis. Den hier, den hier, den hier. Ja, aber der Unterschied ist, dass man diesen Punkt hier vom Ursprung misst und diese beiden Punkte, wenn man die Gleichung einer Ebene ausstellt, misst man die beiden hier in Abstand zu dem, also halt als Vektor von dem Punkt zu dem und als Vektor von dem zu dem Punkt. Ja, welchen Punkt ihr euch als Stützpunkt aussucht, also Stützvektor wie bei der Geraden, kann man das rote hier nennen. Und das hier sind dann nicht die Richtungsvektoren, sondern die Spannvektoren, weil eine Ebene hat ja nicht direkt eine Richtung, sondern eher sie wird aufgespannt. Ja, welchen Punkt ihr euch als Stützpunkt aussucht, ist völlig wurscht. Welchen Punkt ihr oder wie ihr dann eure Spannvektoren macht, ist auch relativ wurscht. Sie müssen nur in die richtige Richtung zeigen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man so eine Gleichung aufstellt, oder ich habe schon eine hingeschrieben, um genau zu sein. Da seht ihr sie schon mal. Ja. Das ist eine Ebenengleichung. E bedeutet Ebene. Man schreibt die immer groß. Dann kommt der Vektor x und dann eben der Stützpunkt. Also 1, 2, 3 ist dieser Punkt. Der hier. Dann plus r oder halt irgendeinen anderen Parameter. Mal 1, 2, 1 plus s mal den anderen Parameter. Also wir haben, das hier ist kein Punkt und das hier ist auch kein Punkt, aber das hier ist, sind praktisch die Koordinaten von dem Punkt. Wie man auf das da kommt, zeige ich euch sofort. Und zwar ist das diese Strecke hier. Also praktisch vom Stützpunkt zu diesem anderen Punkt. In unserem Fall wäre der Punkt, muss ich gerade kurz nachdenken, 2, 4, 4. Wie komme ich da drauf? Naja, nehmen wir mal kurz den Stützpunkt. Moment, da muss ich eine neue Formel einfügen. Ups, P. Das ist unser Stützpunkt. Und dann haben wir noch einen Punkt Q. Nicht mit diesen Koordinaten, sondern mit anderen. 2, 4 und 4 habe ich gesagt. So, und jetzt bilden wir mal den Vektor PQ. Vektor PQ geht wie folgt, habe ich euch ja schon erklärt. Q minus P, also erste Koordinate, 2 minus 1 ergibt 1, 4 minus 2 ergibt 2, die mittlere hier,
die ich gerade nicht markieren kann, jetzt. Und 4 minus 3 ergibt 1. Das ist praktisch jetzt, der Punkt Q ist das hier und der Punkt P ist das. Und dieser erste Vektor hier, der 1, 2, 3, ist nicht direkt der Punkt, sondern der Vektor von 0 zu dem Punkt, also ja, der hier. Und den Vektor, den wir gerade eben aufgestellt haben, hier 1, 2, 1, also der Vektor PQ, macht ja Sinn, wenn das hier P und das Q ist, ist der Vektor PQ der da. In welche Richtung der zeigt, ist völlig wurscht, weil unser R kann ja auch negative Zahlen annehmen. Und man kann diesen Vektor hier auch multiplizieren mit einer beliebigen Zahl. Also ich könnte jetzt hier statt 1, 2, 1 auch 2, 4, 2 hinschreiben. Also einfach jede Zahl mit derselben Zahl multiplizieren, dann macht es keinen Unterschied, weil L kann jede reelle Zahl werden. S genauso. Das heißt, wir haben jetzt diesen Vektor, er könnte aber auch genauso lang sein wie jetzt der hier. Er muss nur in die richtige Richtung zeigen. Und das kriegt man am einfachsten so hin, wie wir es gerade gemacht haben. Von dem einen Punkt, dem Stützpunkt, zu dem nächsten Punkt, den wir haben. So, und der hier, der S2, also S mal 2, 2, 1, ist dann eben von dem Punkt P hier zu dem Punkt, keine Ahnung, QR. Also das ist der Punkt R hier unten. Und dann wäre eben der Vektor PR, wäre hier 2, 2, 1. So, das ist die Parameterdarstellung einer Ebene. Ihr wisst jetzt auch, wie man sie aufstellt. Man hat praktisch drei Punkte, setzt den ersten Punkt direkt ein, den zweiten Punkt verrechnet man mit dem ersten, also bildet den Vektor vom ersten zum zweiten Punkt und dann bildet man noch den Vektor vom ersten zum dritten Punkt und schon hat man seine Ebenengleichung. Ist eigentlich nicht so schwer. Wie man zu diesen speziellen Punkten hier unten kommt, das erkläre ich, oder oben, je nachdem, das erkläre ich euch noch. Das ist ein anderes Kapitel. Da gibt es noch ganz viel, was ihr über Ebenen wissen müsst. Und ja, ich hoffe, ihr habt erstmal verstanden, was die Ebenen überhaupt sind. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.